zusammen. Hallo. Also wir haben jetzt durch Zufall einen ganz tollen Stellplatz entdeckt. Und zwar in der Nähe von Balingen, Albstadt, Zollernalbkreis. Ich blende mal eine Karte dazu ein. Ja. Ja. Und da waren wir heute Nacht gestanden. Ein super Stellplatz. Einziger Nachteil ist kein schlechtes Internet. Aber ist kein schlechtes Internet. Doch, schlechtes, doch, schlechtes sehr Internet. Schlechtes Internet. Ja, aber es geht, ja. Aber dafür ist er kostenlos, komplett eben. Alle Versorgungseinrichtungen. Und wir haben ganz ruhig geschlafen. Das ist hier nur eine Nebenstraße, die dran vorbeiführt. Und es war stockdunkel heute Nacht. Ja, es ist kein Licht. Also von der Ortschaft kommen drei Lampen raus. Ja. Wenn man auf die andere Seite schaut, da sieht man gar nichts. Da war es total finster. Da ist nur der Mond und der war heute Nacht. Ich weiß nicht, der war wahrscheinlich nicht da, war ja alles bewölkt. Nicht sonderlich dominant war der Mond. Nein. Ja. Und es ist jetzt lausig kalt. Wir haben minus ein Grad. Ja, und der Platz liegt in Meßstetten. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist Meßstetten so eine Sammelgemeinde, also wo mehrere Teilorte sich zu diesem Ort Meßstetten zusammenfügen. Und das ist die Ortschaft Obertiggisheim. Eine Nachteil hat es noch, das habe ich gelesen und auch beim Durchfahren haben wir das gesehen. Es gibt nur ein oder zwei Gasthäuser und einen Friseur, aber sonst gibt es keine Einkaufsmöglichkeit. Naja, in der Seitestraße waren wir ja, das weißt du ja etwas. Ja, nicht. Aber es war so im Promobild drin gestanden. Ja. Ja, okay. Aber wir zeigen euch jetzt einfach mal den Platz und da ist auch ein kleiner Stausee dabei. Und zu dem laufen wir jetzt. Und vielleicht können wir die Drohne steigen lassen. Ja, mal schauen, wie es wird. Ob ich mir das traue. Also der Himmel wird schon ein kleines bisschen blau, oder? Ja, also jetzt machen wir erstmal das Intro und dann geht's los. Ja, alles klar. Bis dann. So, und hier sieht man schon mal, der Wohnmobilstellplatz ist nicht nur für Wohnmobile geeignet, sondern auch für Wohnwagen und darf auch von denen genutzt werden. Und die Klagen, die wir gehört haben bis jetzt aus dem Internet über diesen Platz, ist, dass da viele Badegäste, denn der See, da kann man auch baden, und dass viele Badegäste hier parken am Wohnmobilstellplatz. Dem gebietet man hier Einhalt, indem er hier diese Zettel aufhängt und da hinschreibt, dass eben da nur Wohnmobile und Wohnwagen parken dürfen. Ganz teuer Service und das noch dazu, ohne dass man Gebühren verrechnet. Ja, der Platz ist nämlich kostenlos. Komplett. Mhm. Bis auf Entsorgung, Versorgung und Strom, aber das ist ja selbstverständlich. Ist ja keine Frage. So, hier haben wir den Stromkasten. Man sieht also hier schon alles abgesichert und auch zu verständlich. Und da oben haben wir die Entsorgungsanlage, da haben wir noch die Ussi. Und da ist ein weiterer Camper, der ist heute Nacht dazugekommen. Ussi, schauen wir erstmal zur Entsorgung, oder? Ja, okay. Und ich einfach gleich. Ja, okay. Also das ist da oben im Eingangsbereich, wenn man von der Straße runterfährt. Und da haben wir auch nochmal eine Stromsäule. Also der gesamte Platz hier, bis auf die kleine Einfahrt, wo jetzt der BKW steht, das ist alles für Wohnmobile gedacht. Und wie man sehen kann, sind hier etliche Wanderwege. Und hier stehen wir. Ja. Hier, Obertiggisheim. Und da sieht man auch, dass das ein Badestausee ist, ja. Kneipanlagen und sonstiges. Jawohl. Schauen wir uns jetzt mal an. Ach, hier kann man einiges unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja? So ja. Wie das hier aussieht, scheint sich das auch im Sommer zu lohnen. Also das ist der Stausee Obertiggisheim. Und da sieht man den See. Und es war wohl vorher ein Regenrückhaltebecken, oder? Ja. Also alles genau erklärt. Brauchen wir nichts dazu sagen. Nein. Wir zeigen euch jetzt einfach mal den See. Und laufen drumherum. Genau, ja.
sieht man nochmal die Womos stehen, mit denen wir heute Nacht übernachtet haben. Und jetzt gehen wir nochmal um den See herum, ja, und weil das die Ursi will. Ja, genau, ein bisschen die Füße vertreten, bevor wir jetzt nachher wieder weiterfahren, weil unsere großen Enkel warten nämlich auf uns. Okay, ich wollte sie zwar nicht verraten, aber jetzt hat sie es verraten. Also, jetzt gehen wir noch ein bisschen und genau, schauen uns den schönen Stausee an. Man schläft dann unterhalb der Staumauer. Das heißt, wenn die Staumauer bricht, dann bricht das alles da rein, aber so viel ist es ja gar nicht. Also die Gefahr ist kalkulierbar, Ossi. Kann man das so sagen? Ja, ich habe ganz gut geschlafen heute Nacht. Okay. Und dann gibt es hier noch was. Und jeder kennt ja die Ossi, die immer gerne die Schuhe auszieht und dann ins Wasser geht. Ja? Da haben wir ja auch ein Video schon mal gemacht. Ich tue es mal verlinken, oder? Oh, wir haben schon mehrere darüber ja. gemacht. Barfußpfad. Und da haben wir jetzt eine Kneippanlage und da geht die Ossi jetzt rein. Ja, ganz bestimmt nicht. Wir haben Minusgrade und da gehe ich jetzt nicht rein. Außerdem... Warum nicht? Weil kein Wasser drin ist. Doch. Ach, nee. Aber wenn Wasser drin wäre, dann wäre sie reingegangen. Ich glaube nicht. Also nur im Sommer im Betrieb, aber auch nicht schlecht. So, und da sieht man schon den Zulauf zu dem See. Und es hat deutlich höher gelegen als der See. Und es hat offensichtlich der Gemeinde so viele Probleme gemacht, dass sie den Stausee angelegt haben. Und damit gleichzeitig für die Bevölkerung was Nettes getan. Und für die Wohnmobilisten. Ja, nicht nur für die Bevölkerung, auch für die Tierwelt. Ist ja, ja hier alles sehr ursprünglich. Ja. Sind wir genau unterschiedlich. Da fahren wir im Sommer nochmal her. Ja, das ist nett hier. Das ist schön. Dann kann man ein paar Tage stehen bleiben. So, wir hoffen, die kleine Stellplatzvorstellung hat euch gefallen. War nur ein kurzes Video. Und wir fahren jetzt weiter, Ossi, ja? Ja, genau. Also, kommt nochmal nach Schwaben in der Nähe von Albstadt. Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg. Ja, Oberdiggisheim. Ja, das ist Urschwaben hier. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig einen Daumen da. Abonniere nicht vergessen. Glöckchen anmachen. Ganze Kladderadatsch. Ja, und wir machen jetzt den Motor an und dann hauen wir ab. Also. Ciao. Bis dann.